Ich fahre jetzt in die Autowerkstatt, um die Reifen wechseln zu lassen. Kann ich mitkommen? Klar, du kannst gerne mitkommen. Wir können uns ja dann so lange im Tankstellenshop umsehen. Oh, dann möchte ich aber auch mit. In Ordnung. Dann viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Hallo, wir haben einen Termin zum Reifenwechseln. Ja, richtig. Sie sind gleich als nächstes dran. Ah, prima. Ich fahre jetzt die Auto auf die Hebebühne. Sie können dann so lange im Café warten. Sehr gut, danke. Kommt, ich hol mir im Shop einen Kaffee. Vielleicht wollt ihr ja auch etwas. Papa, dürfen wir die Kekse haben? Die sind so lecker. Von mir aus. Danke, Papa. Diese Kekse und einen Kaffee mit Milch, bitte. Gerne. 4 Euro, bitte. Ja, bitte. Danke. Haben Sie Bremsflüssigkeit? Oh, da habe ich gerade nichts davon im Laden, aber im Lager müsste ich noch welches haben. Einen kleinen Moment bitte, ich schaue schnell nach. Schaut euch mal diesen Mann an, da stimmt doch was nicht. Der hat jetzt die Kasse unter dem Arm. Er haut ab! Halt! Wo ist meine Kasse? Ein Überfall! Rufen Sie schnell die Polizei! Wir versuchen ihn zu verfolgen! Der Dieb fährt schon weg! Los, Kinder, schnell ab zum Auto! Ah, hallo! Ja, ja, klar! Ist unser Auto schon fertig? Ja, ja, sicher, sicher! Okay, schreiben Sie eine Rechnung! Halt! Warten Sie! Ich habe das Rad doch noch gar nicht richtig festgeschraubt! Da vorne, das müsste er sein! Fahr näher ran, Papa! Versuche ich! Ruf du Onkel Martin an, Lena! Hallo Onkel Martin, hier ist Lena! Die Tankstelle ist eben gerade überfallen worden! Ja, ja, das weiß ich schon! Die Angestellte hat es mir gerade berichtet! Ja, und Papa verfolgt gerade den Dieb! Prima! Wo seid ihr denn? Wir fahren Richtung Waldeck! Ich bin gleich da! Oh Mist! Haltet euch gut fest! Was ist denn jetzt los? Das Rad ist ab! Oh je! Das Rad ist weg! Und der Dieb auch! Puh, zum Glück ist uns nichts passiert! Was ist denn los? Ach du meine Güte! Ihr habt ein Rad verloren! Ist jemand von euch verletzt? Nein, es ist alles nochmal gut gegangen. Aber der Dieb ist jetzt wohl über alle Berge. Den werden wir schon noch finden. Ihr habt den Überfall beobachtet? Ja, wir haben es genau gesehen. Bitte kommt später zu mir ins Büro und erzählt mir alles. Bis dann. Hoffentlich finden Sie den Dieb. In der Kasse war ganz schön viel Geld. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich sehe, Sie haben hier eine Überwachungskamera. Kann ich dazu die Aufzeichnungen sehen? Natürlich, kommen Sie mit. Ach hey, der trägt einen Helm. Da ist ja gar nichts zu erkennen. Puh, das wird schwierig. Ist Ihnen denn irgendetwas Besonderes an ihm aufgefallen? Nein, ich habe mich nur gewundert, dass er den Helm nicht abzieht. Der Helm sieht auch nicht wirklich speziell aus. So komme ich nicht weiter. Ich werde jetzt noch die Zeugen befragen. Aber Moment mal, hier draußen hängt ja auch noch eine Überwachungskamera. Entschuldigen Sie, Sie haben ja da draußen noch eine zweite Überwachungskamera? Ja, natürlich. Daran habe ich in der Aufregung überhaupt nicht gedacht. Dieses Video sollten wir uns natürlich auch noch ansehen. Und übrigens, Ihr Kaffee schmeckt wirklich gut. Könnte ich nochmal einen haben? Ja, natürlich. Aha, hier sehen wir das Fluchtfahrzeug. Können Sie das bitte mal größer machen? Ah, das Kennzeichen hat er abgemacht. Ist das da nicht eine Blume? Ja, sieht so aus.
Irgendwo habe ich diese Blume schon mal gesehen. Ich komme nur gerade nicht darauf. Vielen Dank erstmal. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Oh, ihr seid ja schon da. Aber noch nicht lange. Dann erzählt mir mal, was ihr in der Tankstelle beobachtet habt. Okay, ich habe alles notiert. Inzwischen habe ich auch Bilder der Überwachungskamera. Darauf ist der Fluchtwagen zu sehen, aber leider ohne Kennzeichen. Seitlich fällt nur diese Blume auf. Das ist doch das Logo vom Blumenladen in der Hauptstraße. Ja genau, jetzt fällt's mir auch wieder ein. Dem werde ich jetzt gleich einen Besuch abstatten. Keine Angst, Mathilda ist ganz lieb. Hallo Herr Overbeck, was kann ich für Sie tun? Hallo, ist das Ihr Fahrzeug? Ja, warum? Wo waren Sie denn heute zwischen 14 und 14.30 Uhr? Ich war hier im Laden. Warum wollen Sie das wissen? Kann das jemand bezeugen? Natürlich. Alle Kunden, die zu dieser Zeit im Laden waren, können das bezeugen. Zum Beispiel Frau Bader, die war vorhin da. Okay, in Ordnung. Dann haben Sie also ein Alibi. Fährt denn sonst noch jemand mit diesem Auto? Ich habe seit kurzem noch eine Aushilfe. Er arbeitet meist draußen bei meinen Gewächshäusern. Er hat einen Autoschlüssel. Die Tankstelle wurde nämlich überfallen. Du meine Güte! Ja, dann werde ich mal jetzt Ihre Aushilfe befragen. Da steht das Auto. Bestimmt hat er die Kasse hier irgendwo versteckt. Da drüben steht er. Was macht er denn da bei der Blumenerde? Der Sack sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Kommt von zwei Seiten, dass er nicht abhauen kann. Guten Tag. Hallo, was wollen Sie? Ja, das ist alles Blumenerde. Das auch? Kann ich da mal reinschauen? Ich zeige Ihnen lieber da hinten einen anderen Sack. Nein, genau den bitte. Halt, schön hier geblieben. Wo wollen Sie denn hin? Aha, was haben wir denn da? Die Kasse. Ah, und da ist ja auch noch Ihr Helm. Brauchen Sie denn den zum Autofahren? Sie sind jetzt verhaftet wegen Überfalls auf die Tankstelle. Ach, Mann. Wenn euch unsere Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann könnt ihr euch hier gleich die nächste Geschichte aussuchen. Bis bald. Tschüss.